Illegaler Waffenbesitz, Drogenhandel, schwere Körperverletzung, Autodiebstahl. Soll ich weitermachen? Denkst du, das ist ein Scherz hier? 10 Jahre im Bau, dann denkst du anders darüber. Willst du dich jetzt äußern? Ja, ich bin nicht überrascht. Sie sind ja nach der 9. Klasse abgegangen, sehe ich hier. Und mit Ihren Qualifikationen hier oder Ihren, naja, Nicht-Qualifikationen, kann ich Ihnen leider nur Hilfsarbeiten anbieten. Wenn Sie 4 Tage früher gekommen wären, dann hätten wir Sie super integrieren können in unser neues Projekt für Schulabbrecher. Aber da haben Sie leider die Frist verpasst, Herr Dost. Hören Sie, ich habe viele Fehler gemacht, auf die ich nicht stolz bin. Beeil dich, Mann, beeil dich! Ich kann noch so viel wiedergeben, was ich gelernt habe, Mann! Wo willst du den Scheiß gelernt haben, Rafi? Doku-Sendung! Galileo oder so! Ist okay, beeil dich! Mann! Hier! Die Bullen, mach zu! Aber ich will mich bessern. Ich will nur eine Chance. Eine einzige, bei der ich mich beweisen kann. Bei der ich zeigen kann, dass ich diese Chance auch nutze. Also bitte suchen Sie irgendetwas, wo ich mich bemühen kann und beweisen kann. Bitte. Im Moment sieht's doch so aus. Sie verweigern die Arbeit, die ich Ihnen anbiete. Das heißt, Sie werden für 3 Monate gesperrt und dann bekommen Sie gar kein Geld vom Amt. Verstehen Sie das denn nicht? Okay. Jetzt passen Sie mal auf. Wie wäre es, wenn Sie, Ihre Familie, Ihre Bekanntschaft, Ihre ganze verfickte Verwandtschaft so, bei mir kommen und putzen für das doppelte Angehalt, was ich mit dem Geld draußen auf den Straßen... Herr Doss, gehen Sie jetzt raus! Bitte verbinden Sie mich mit der Polizei. Ja, ja, gerçeklerden pay bu. Mai, mai, ben dava. Hey, was ist los, Bruder? Was hast du, Mann? Da was soll los sein? Ich soll 5 Euro putzen gehen, Alter. Sklavenarbeit. Was hast du erwartet, Mann? Dass sie uns einen Traumjob geben, oder was? So eine Scheiße, fuck mich einfach ab. Ich bekomme Depris wegen so einem Kack, kapierst du? Ach, mach dir doch keinen Kopf drüber. Sieh dir doch mal die Scheiße hier an. Denkst du, das ist unsere Zukunft, oder was? Willst du mich verarschen? Hier, das ist unsere Zukunft. Das ist unser Geld. Damit machen wir unser Geld. Drogen, Geld, Handy, verstehst du? Wie lange willst du den Kack machen? Wegen dieser Scheiße bin ich von der Schule geflogen, Alter. Ich war gut in der Schule, Bruder. Kapierst du? Ich war gut in der Schule. Ja? Serkan, wo bist du? Ja, ich bin gerade vom Arbeitsamt. Ich kann gerade nicht, okay? Hör mir zu! Ich bin schwanger. Ey, willst du mich verarschen? Was glaubst du für eine Scheiße schwanger? Ich bin schwanger. Ich war beim Frauenarzt. Wir müssen miteinander reden. Ja, ist gut. Ich komm später vorbei. Ist okay. Heute? Ja, ich hab's kapiert. Ist okay. Bis später. Was kannst du schon wieder so ab? Wie schwanger, Mann. Sabine ist schwanger, Mann. Was? Wie geil ist das denn? Du bist Vater, Mann! Aber kein Scheiß, wenn das mein Vater hört, Alter! Neredeydin lan sen bu saate kadar? Saat kaç? Baba vallahi iş arıyorduk, hepsi bu kadar. E peki iş bulabildin mi? Baba, tamam. Ne iş arıyor? Baba, tamam da yeter ya baba! Sen bana bu gülütine! Yeter artık ya! Hangi çocuk konuşamaz hale gelmiş, mahvetmişsin çocuğu! Zaten siz hep kim yapıyorsunuz bunu? Sizin yüzünüzden böyle oluyor. Sen nesin ki oğlunda olsun? Rezil ettiniz beni! İçkiden başka ne getirdin eve sen ya? Baba, lütfen! Allah aşkına baba, lütfen! Oğlum! Bu hale gelmez zaten! Yapma! Was hast du angestellt? Anne, lütfen, hör auf mit dem Grab. Wenn er auf mich scheiß kann, dann habe ich schon längst auf ihn geschissen. Lass mich gehen. Dann war schon ein Scheiß in Hocker. Serkan, geht mir, Jaro. Serkan! Ey, scheiß was, Alter. Kopf hoch, Mann. Du bist nicht der Einzige, der so eine Scheiße am Hals hat.
Verstehst du? Es gibt so viele, die so einen Scheiß schon durchgemacht haben. Und nochmal so viele, die das schon hinter sich haben. Fang mich nicht ab, Zeko, Alter. Ich hab keinen Bock auf Vater. Aus mir wird kein Vater, kapierst du? Jedenfalls nicht jetzt. Ich muss das dringend mit Sabine klären, aber treff uns gleich. Willst du mich verarschen, Serkan? Heute Abend ist er den, Mann. Alter, du kannst mich nicht hängen lassen. Verschieb den Scheiß, Alter. Ich muss das erst mit Sabine klären. Ey, Mann, ist dir dein Weib wichtiger als ich, oder was? Ich bin dein Bruder für dich, verstehst du das? Hä? Wo die dich verlassen haben, war ich immer für dich da. Alter, frag mich nicht ab, Zeko. Scheiße. Alter, frag mich nicht ab, ich bin eh im Arsch. Freundin, schwanger, Papa hat mich rausgeschmissen, kapierst du? Heute Abend ist der Deal. Heute Abend. Scheiße. Was noch, Alter? Halt dich ruhig, ich regel. Oh, Serkan Bey. Hab schon eine Vermisstenanzeige aufgegeben wegen dir. Weißt du, wie der Text lautet? Serkan, mein Dealer, wird vermisst. Heute ist Payback, mein Bruder. Wo ist das Geld? War das heute oder wie? Willst du mich verarschen? Hey, was soll die Scheiße? Hey, oh, okay, Zeko, bleib cool, ist okay. Junge, weißt du, was China mit dir macht, mein Freund? Hä? Was ist mit dem Deal, Mann? Ich will Geld sehen, weißt du? Ey, pass auf, ich konnte die Woche überhaupt nichts verticken. Sobald ich Kohle habe, kriegst du das, okay? Ich hatte eine Menge Probleme und so. Deine Probleme interessieren mich, Scheißdreck, Mann. Ich will Geld sehen, Mann. Das ist deine letzte Chance, mein Freund. Damit das klar ist. Wenn der Deal nicht über den Tisch läuft, hast du ein Problem. Mit mir und mit China, damit das klar ist. Und ich will dich heute Abend sehen. Ist okay. Okay? Ist okay, hast mein Wort, ist okay. Und außerdem, was ist das für ein Opfer, mit dem du hier rumläufst? Nein, ich regel das. Komm her, mal lecker. Komm her. Bunidir lan, was ist das für ein Opfer? Bu arkadaş acemi ya. Ama dayat ayar, beraber çalışıyoruz. Tipe bak, taşa benziyor zaten. Şimdi boku yedin işte onu. Efendim Şahin abi. Efendim abi, buyur. Abi o iş biraz ertelenecek. Şerefsiz İstanbul'a kaçmış. Ama hiç merak etme abi, yarın elemanları arkasından göndereceğim, evet. Evet abi. Biz şu an Serkan'ın yanındayız abi. Evet, o Serkan abi. Hı? Peki. Peki nasıl istersen emredersin abi. Peki abi. Ich hab dir gesagt, Junge, dein Arsch steckt tief in der Scheiße. Ya, ya, gerçeklerden pay bu. Ben dava. Gelme gör köpek de yaşam tarafı burası. Batı yakası burası, Almanya burası. Yarı yolda kalmışların yuvası. Bir umut dünyasıydı evvelinde bu lanet yer. Para kaynağı. Selamünaleyküm abi. Sen neredesin koçum? Sesin soluğun çıkmıyor. Seni bulamayacağımı mı sandın? Abi ben buradayım, bir yere gittiğim yok yani. Bu ara başımdan belalar eksik olmuyor. Belasız hayat var mı koçum? Abi bu bela başka bir bela. Uzatma. Emanetten ne haber? Abi o iş yarın tamam. Yemin ederim yarın tamam. Şerefim üzerine yemin ederim yarın tamam. Sözün söz mü? Tabii ki abi, ne demek? Erkek sözü. Abi tamam. Tamam abi. Scheiße, willst du mich verarschen, Mann? Ey, das ist mein Freund, ich muss hier raus. Halt die Fresse, Digga. Willst du mich verarschen? Ich muss raus. Halt's Maul. Was ist denn da? Hä? Bırakın lan, bırakın gelsin, bırakın. Scheiße. Komm her mal, Aga, komm, weißt du, ha? Serkan, geht's dir gut, Mann? Ja, ist okay, Mann. Ist okay? Ja. Siehst du deinen Bruder, wie der aussieht, hä? Aber dein Bruder hat mir gesagt, dass du große Eier hast. Ich will sehen, wie groß und wie klein die sind, mein Freund, hä? Komm, zeig mir, ob du hast oder nicht. Hier, nimm diese Scheißwaffe und schieß deinen Bruder in sein verdammtes Bein. Hä? Hast du die Eier dazu? Hä? Komm, nimm die Waffe, Mann. Komm, hä? Komm schon! Komm, schieß deinem Bruder endlich in sein verficktes Bein! Komm, mach das und du wirst nicht mehr auf der Straße stehen und für 1 Euro die Stunde arbeiten! Du wirst in einer Stunde 4-stellige Summen verdienen, mein Freund! Komm, schieß den Wichser endlich in sein Bein! Tu es!
nicht geklappt, ne? Es gibt ein Sprichwort, weißt du, wie das heißt? Götte giren şemsiye açılmaz koç. Okay? Serkan! Serkan, was zu kümmern? Geht's dir gut? Deine Eier sind verfault, mein Alter. Gel lan bu saatten sonra bunlardan bir şey olmaz. Atlayın arabada. Du mich wirklich abknallen, Alter? Ja. Wollte ich. Du lein Malaga. Meine Herren, in der U-Bahn ist absolutes Rauchverbot. Da oben steht's. Also macht bitte die Kippen aus. Ist okay, Opa. Ist gleich alle, Mann. Was für ein scheiß verficktes Problem hast du, scheiß Opa? Wo liegt denn dein Problem? Ist doch gleich eh alle. Also wir diskutieren hier nicht. Hier ist absolutes Rauchverbot. Selkan. Und wenn ihr nicht sofort die Kippen ausmacht, gehe ich mich beschweren. Selkan, entweder haltet er seine scheiß Fresse oder ich poliere ihm seine scheiß Fresse. Der will auch nur seine Ruhe, genauso wie ich gerade. Also jetzt reicht's. Ihr seid selber schuld. Ich gehe mich jetzt beschweren. Du mich verarschen, ich polize nicht schnell Fresse. Halt's gut, Leute, bis gleich, na, Mann. Mein Name ist Tamer Öztürk. Kommen Sie bitte so schnell wie möglich zur U-Bahn-Station hier in Duisburg. Hier liegt ein... Oh, scheiße, hier liegt ein etwas älterer Herr. Der ist tierisch am Bluten. Bitte beeilen Sie sich. Gewalt war definitiv keine Lösung. Es hat alles nur noch schlimmer gemacht. Hey, ihr da draußen. Macht nicht denselben Fehler. Denn es könnte zu spät sein. Jeder Mensch, ja, auch du, jeder Mensch hat das Recht auf eine zweite Chance. Naja, ich habe sie bis jetzt noch nicht bekommen. Aber ich gebe nicht auf, ich kämpfe weiter. Also, gib nicht auf, kämpf weiter. Denn wer aufgibt, gibt seine Hoffnung auf. Und was wäre das Leben ohne Hoffnung? Nichts.
olmasam da memnun olamasam da yine de razıyım ben bazı bazı hayatın acı romanında senarist bu filmimin adı Koma. Yorma sen kendini sevdiğin her şey kaderin ekseninde endeksli. Ha sen ha ben hangimize sürtünse bu diken isyan eder bu ten. DNA'larıma kazılı aşkın bakma şaşkın bu dünya real bu duyduğun yalan değil maalesef acımasızdır hayat. Tadı da bayat bazılarına toz pembe güllük geçen hayat bazılarına da asar surat bu yüzden asıktır kasıktır bu surat. Hani nerede vaat ettiğini Murat? Nerede? Nerede?